ich gehe jetzt auf Isla Mujeres und dort werde ich jemanden treffen, wo die Leute, die von meiner Gegend, von meinem Kollegenkreis kommen, eventuell sogar kennen. Wer das genau ist, werdet ihr sehen. Bleibt doch einfach dran. So, ich bin jetzt hier am Hafen Puerto Juarez. Und jetzt geht es hier Richtung Isla Mujeres. Gracias. So, das Ticket ist gekauft. In 15 Minuten geht die nächste Fähre. Und da kann man übrigens bis am Abend um 12 Uhr wieder zurückfahren, was ziemlich cool ist. Mal schauen, ob es so lange wird gehen. Aber ja, wir würden sicherlich auch 1-2 Bier trinken. Von dem her schauen wir mal, wie lange das Ganze geht heute. Es ist etwa eine halbe Stunde gegangen oder so, also ganz easy peasy. Und jetzt schaue ich da, dass ich irgendwie zu Internet komme, damit ich mich mit meinem Kollegen verabreden kann, weil wir haben beide kein Internet, also muss ich schauen, dass ich da irgendwo das WLAN finde. So, ich bin jetzt einmal über die ganze Insel gelaufen, etwa 5 Minuten, nicht einmal. Jetzt bin ich auf dieser Seite und da sieht es ein bisschen anders aus, wie ihr vielleicht seht im Hintergrund. Es ist so ein bisschen felsig, also so ein bisschen das. Sieht aus wie es eigentlich ein Riff da. Ich weiß jetzt nicht, ob vermutlich ist ja die Isla Mujeres auch früher ein Riff gsi und ist dann auch ufe Meeresoberfläche gekommen. Darum sieht es da alles noch so ein bisschen aus, als wäre das mal ein Riff gsi. Weiß jetzt aber nicht. Das ist jetzt einfach mal so eine Aussage von mir, wo ich einfach so mal ein bisschen das Blau rausrühre. Vielleicht stimmt es, vielleicht nicht. Also behafte mich nicht dafür. Und da sind sie ein bisschen am Bauen. Darum sieht das nicht so wahnsinnig schön aus. Aber ich laufe jetzt da mal ein bisschen rundherum und check das Ganze ein bisschen ab. Da hat es übrigens auch Seegras, wie ihr da seht. Auf dieser Seite nicht, weil das Seegras kommt ja vom Ozean da. Und auf dieser Seite ist es eben geschützt von dieser Insel. Darum hat es auf dieser Seite kein Seegras. Macht Sinn, oder? So, ich habe es noch gefunden mit Internet und leider hat es keinen Fruchtsaft. Darum habe ich mir jetzt halt ein Bier gegönnt. Und übrigens, da läuft richtig, richtig geiler Sound, zum Beispiel jetzt. Uncle Cracker, follow me. Das ist so ein Sender, den ich letztens schon mal gesehen. Da läuft nur immer 90er und irgendwie, glaube ich, 80er Sound oder so. Richtig cool. Und jetzt warte ich mal auf die anderen, bis die da fertig sind. Die sind, glaube ich, noch am Strand gewesen. Und nachher gehen wir dann, glaube ich, mal etwas essen. Ja, auch ich entdecke immer wieder neue Sachen, wie zum Beispiel da Papier oberem Pissoir.
So, ich muss jetzt etwa eine halbe Stunde, 40 Minuten warten auf die zwei Kollegen hier. Die müssen noch duschen zuerst. Und ich bin jetzt am Strand von Isla Mujeres. Das schon mal richtig cool aussieht. Und das ist, glaube ich, der erste richtig so schöne Strand, den ich bis jetzt gesehen habe. Sonst war immer alles mit Seaweed voll gewesen. Aber da zeige ich euch jetzt mal, ein bisschen, wie das hier aussieht. Amigo, algo para comer, bienvenido. Film? Ah, gracias. Darf ich jemanden grüßen? Ja, darfst du jemanden grüßen. Grüße den Miguel Schweiger aus Rotkreuz. Ja, nein. Dein treuste Zuschauer, was okay. Es gibt. Oder? So, wir haben jetzt hier gespissen. Ist gut gewesen? Super, tipptopp. Sender gehabt? Bulle. Mega mexikanisch, Reis und Gemüse. Die zwei Kollegen waren heute Morgen ein bisschen am Kötzeln. Könnt ihr vielleicht schnell erzählen, was sie gemacht haben? Nein, es war eigentlich wirklich geil. Wir sind mit Walhaien geschwimmen. Aber der Trip hat eine nicht sehr kurze Fahrt, Bootsfahrt beinhaltet. Und es war ein bisschen wellig. Aber wir haben jetzt doch noch ein bisschen Nahrung zu uns nehmen. Ja, das hat mich gerade erinnert an meine Bootsfahrt in Belize, wo alle sind kötzeln. Der Gabo ist von Hünenberg, übrigens, für die, die ihn nicht kennen. Ja. Hat das schon seinen Gruß gesagt. Remo ist von Volkertschwil, oder? Zürich. Die beiden studieren in San Diego und sind jetzt hier für 2 Wochen in der Ferien und gehen jetzt auch noch nach Belize und ein bisschen in Mexiko reisen. Und ja. Wollen Sie sonst noch etwas sagen? So, wir haben jetzt fertig gespissen und jetzt gehen wir noch ein Bar suchen, wo wir ein Dessert nehmen können. Und der Gabo hat mir etwas erzählt. Und zwar geht die Nachricht jetzt an Miguel Schweiger. Miguel Schweiger, anscheinend gefallen dir meine Videos nicht. Hä? Was soll der Scheiß? Hä? Also wenn du das siehst und das wirst du sehen, dann schäm dich. Gell? Absolut. So ein, oder? Absolut. So, wie gefällt euch Isla Mujeres, Jungs? Es ist wirklich wunderschön, wenn es gerade nicht schifft. Ja, in dem Fall ist es jetzt schön, hä? Also ich muss sagen, die Straße hier ist recht cool. Da hat es wirklich links und rechts überall so kleine Restaurants, Bars und so. Und jetzt gehen wir mal irgendwo eins abchecken, oder würde ich sagen? Absolut, das erste Bier. Jawohl, jawohl. Wir haben jetzt eine Bar gefunden und wir haben sogar eine Schweizer Bedienung. Hallo. Wie heisst du? Hallo, Marzia. Marzia, wie Marzipan. Marzia. Sehr gut, das hätten wir jetzt eigentlich nicht erwartet, da, wo wir da sind. Aber es ist natürlich umso einfacher. Wir haben jetzt hier so ein Kübel bestellt mit Dos Equis. Und er macht sich so ein grusiges Ding, wie heisst das denn? Ich weiss es nicht. Rokos, ganz reis. Rokos, Rokos, okay. Ja, auf jeden Fall. Trinkt das nicht, wenn ihr da einer kommt. Trinkt einfach Bier, he? Sind einfach safe. Also Remo, jetzt bin ich gespannt, was du sagst. Ja, genau, ja. Ich finde nicht gerade die passenden Worte. Nein, speziell, falls scharf erwartet, ist es leider nicht. Es schmeckt nach so einer guten Barilla-Soße. Aber eigentlich ist es Bier. Also ich glaube, du kannst nicht viel falsch machen. Wenigstens noch ein bisschen gesund im Ausgang, ja, oder? Ja. Ich glaube, man kann sehr viel falsch machen. Ah ja, ist jetzt natürlich kein Salz am Röhrli, oder? Nein. Wie ist das noch jetzt noch so? Sorry.
Es schmeckt echt wie so ein Bouillon, den du damit saufst nach dem Hangover. Um wieder so ein bisschen die nötigen Salz und so einzunehmen. Zwei Tage ja, so ja, es ist jetzt nicht so mein... Nein, so die Instant-Züppli, die so das Pülverli lernst, aber so mit dem Wasserkocher Wasser trinken. Ich bin froh, haben wir keinen Liter gekauft. Ja, das ist die Killa, oder? Hure Fussel! Das ist jetzt nicht gesehen. Das ist eigentlich. Sicher. Aber es sind nicht so viele. Okay. Wie viel ist die Cremo? Blendend. Blendend? Ja, das ist Zeit für einen Taco und dann gibt es noch mal einen Kübel Bier, würde ich meinen. Okay. Das klingt doch gut. Und die Beeren haben wir gerade verschoben. Geplant wäre ja um 12 Uhr am Abend. Aber ja. Am Vögel gefällt es so gut bei uns. Er hat gesagt, er schläft noch ein bisschen auf der Hängematte. Ja, jetzt müssen wir die schnell. Hola! Hi! Gut, mehr habe ich eigentlich nicht mehr zu sagen. Ja, das ist ja gut. Aber schau, jetzt sollte das eigentlich da noch jemand sein, ne? Ja, ich habe ein Dilemma. Und zwar müsste ich wieder zurück auf Cancun und die letzte Ferienfahrt um 12 Uhr. Aber wenn die Wende ausgang, ist es natürlich blöd, wenn ich um 12 Uhr muss gehen muss. Darum. Fahrt am Morgen auf. Die nächste Fahrt am Morgen um 5 Uhr. Und es ist Dienstag. Was nicht so dafür spricht, dass mega viel läuft, aber... Ja, ich weiss auch noch nicht. Ich sehe auf jeden Fall, was ich mache. Was? Es ist ja voll da. Gerappelt voll. Ja, es ist voll. Du bist voll. So, wir haben jetzt noch ein gutes Beizli gefunden, wo wir da noch ein paar Tacos reinhauen können. Was hast du bestellt, Gabo? Tacos. Tacos? Was? Heute mal gesund, oder? Haben wir gedacht. Ja. Also, das ist für euch, liebe Schweiz, 1. August. Wieso kannst du das so gut? Ja, aber das ist einfach das, was man singt. Und es gibt ja kein besseres Lied aus der Schweiz. Aber zuerst trinken wir Tequila. Ist gerne Tequila? Ich kann das nicht so gerne und ich freue mich nicht so über den Gratis-Shop. Hey, jetzt kannst du dich der ganzen Schweiz zeigen, hey, dass du kannst die ganze Tequila trinken kannst. Der drei Löcher und der scheiß Lügendaten. Und ich bin einer davon. Ich bin auch einer davon. Ja, sie schaut jetzt dran. Also, hast du abonniert? Noch nichts, tut mir leid. Hallo? Aber nicht. Was ist das Erste, was du machst, wenn du heimgehst? Muss er mir schreiben? Videos anwägen von dir. Alle. Alle 7. Okay, ja, vielleicht doch nicht alle. Vielleicht noch Ferien und dann kannst du ganz rein. Übrigens, er kennt jede Uhren voll. Wenn ich etwas erzähle von meiner Reise erzähle, er weiss genau, ah ja, das ist doch dort. Ich weiss es besser als der Vögel. Ja, er weiss es eigentlich besser. Die beste Groupie. Es ist mega cool, berühmt zu sein im Fall. Hey,
So, wir haben jetzt wieder die Location gewechselt und zwar sind wir jetzt hier im Quartier. Was machst du jetzt? Da haben wir was ist das? Ein Hostel und es hat so eine Beachbar vor uns. So, wir sind hier vor dem Shoppen, wo das einzige eigentlich läuft. Und wir haben einen guten Kollegen bei uns. Und ihr müsst mal können, ihr müsst mal schauen, was er alles kann. Das ist so wie eine Katze, wo man etwas beibringt. How do you know? No, porque él me lo dijo. Hey, Kollege! Hey! Fischli! Fischli! Huevo, Cardalito! Hey, Bögi! Ready? Für die große Party. Ja, hallo zusammen, ich lebe noch, das ist die gute Nachricht. Ich bin heute Morgen um 5 Uhr auf die Fähre und ich bin jetzt da wieder zurück in die Unterkunft. Sorry noch für den komischen Punkt dort, der jetzt bei den letzten paar Videos drauf war. Das hat so ein Boot, ist glaube ich ein bisschen Wasser drauf gekommen und das habe ich nicht gesehen und darum sind jetzt da die Videos ein bisschen, ja, nicht so gut rausgekommen. Auch mit dem Autofokus hat es ein bisschen Probleme, wenn irgendetwas auf der Linse ist. Darum tut mir leid für das, aber ich hoffe oder ich glaube, das Video war trotzdem interessant und amüsant mit diesen zwei Jungs. Auf jeden Fall, das wäre es jetzt für das Video. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Vergesst nicht zu abonnieren und zu liken. Und dann würde ich sagen, bis dann. Tschüss zusammen.